didn't sleep well at all from all the breeze coming through the cracks last night. Oh, aber unsere SP ist schon deutlich höher. Als. Ja, wir brauchen halt diese 20 Holz, ne? Aber wir gehen jetzt erstmal zur Gilde. Zeigen ihnen da unseren wunderbaren Steinofen. Pinky. Streunende Katze. Geh mir weg. Streunende Katze. So, wie war das denn? Von 8 bis 20 Uhr. Also. So, machen wir einen Kaffee. Construction. 8 bis 18. You're the new builder. I'm Gust. I'd love to stop and chat, tea, cake and all, but I'm busy. So, good day. Trainieren. Was soll ich denn da trainieren? What is it? Das Rathaus hat von 9 bis 18 Uhr. Higgins und Tor. Auch zwei Steintisch. Steinhocker. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Workshop Rank. Higgins Werkstatt. Ach, ist Punkt. Wo ist meins? Zahnfee-Fabrik. Was ist denn meins? Nachbar Wongs? Wangs? Bin ich das? Platz 4? Ach so, er steht hier vorne. Wo ist denn hier Mr. Ich muss die Quest abgeben, Typ. Scheint irgendwie da oben zu sein, ne? Great job. You pass. This is your builder license. Yay! Congratulations! Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered. After which, you can start taking regular commissions. Come back and talk with me after you register. Aber was ist denn jetzt eigentlich unser Ziel von dem Spiel? Dass ich irgendwann die Stadt kaufe, oder? Bei Harvest Moon war es ja irgendwie klar, du hast halt 2 Jahre Zeit, die Farm irgendwie auf Vordermann zu bringen. Aber was ist hier mein Ziel? Die Registrierung dauert nur 12 Jahre. Ziehen Sie eine Nummer und warten Sie. Na, guck mal, hier ist ja nichts los. Seine Tochter? Welcome, welcome! You must be the new builder. I'm Gale, the mayor of this town. It is truly wonderful to see young people getting involved in the telesis of our society. I'm here to register my workshop. Very well. What is the name of your workshop? Workshop. Schön, dass man wieder mit Maus und Tastatur machen muss. So, wie wollen wir denn unsere Werkstatt nennen? Die Hottentotten. Hammer und Salz.
Mountain Size. Ja, gefällt mir. Was hältst du denn von... Rolle und salzig. Und mit Rolle meine ich natürlich mein Lieblingsmod, Minchen. Gebrüder salzig. Hammer und Salz, Gebrüder salzig. Aber wie viele Buchstaben können wir eigentlich machen? 1, 2, 3, gucken wir mal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 Buchstaben. Mit Freizeichen, So, Hammer. Hat ja schon allein 6 plus 9 plus die 4 sind 13 plus die 2 Freizeichen kommen auf 15. Mal 3 zu viel. Gebrüder sind schon 8. Dann haben wir salzig mit 6, 14, 15. Auch 15. Auch 3 zu viel. Ist auch zu viel. Unzeichen geht nicht? Doch, Unzeichen geht. Troll und Salz. Was genau hin? Ne? Mehr geht, passt gar nicht hin, ey. Was ist das denn? Nicht mal 16 oder so, ne? Ja, 12 ist aber auch echt wenig. Das ist wirklich wenig. 12 ist nichts. Ja, also 16 mindestens, am liebsten eigentlich 32. Aber 12, das ist ja ein Witz. Warte mal. Einer fehlt noch. Ja. Salztrolle AG. Seid ihr okay damit? Meine Werkstatt heißt Salztrolle. Okay, machen wir so. Bist du sicher, dass deine Werkstatt Salztrolle heißen soll? Jupp. Salztrolle Linde. Datum der Registrierung. Also wenn man richtig schnell gewesen wäre, hätte man das auch am zweiten Tag schon schaffen können. Nice name. There, your registration is complete. Thank you. Also, we're going to have a fireside town meeting once in a while. They'll be announced through the mail. Try to make them if you can. You don't want me being the only one there. I will cover town and world events at large, the usual, you know. Also wir sind jetzt am 3., am 12. Was ist denn da eigentlich nochmal? Ja, Angeltag. Ereigniserinnerung. Wöchentlich wiederholen. Ah, okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, das ist ein Fotoalbum. Inventar. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit die mit mir rumschleppen, oder was? Handwerkslizenz. Max Ausdauer plus 20. Das ist ja gut. Okay, dann schleppe ich sie gerne mit mir rum. So, klicken, um Skillpunkte hinzuzufügen. Die verschiedenen Skills haben verschiedene Obergrenzen.
Nach dem Hinzufügen von 5 Punkten kannst du den nächsten Level freischalten. Der letzte Skill mit fantastischem Effekt. Ach du Scheiße. Kampf sammeln, soziales Netzwerk. Also meine Skills sind auf jeden Fall eher so bei Sammeln und bei Kampf. Aber soziales Netzwerk sehe ich mich am wenigsten. Baumtreten und Ernteaktivitäten haben eine Chance von 6% auf doppelte Beute. Doppelte Beute ist eigentlich immer gut, ne? Durchhaltevermögen, Ausweichen. Erhalten Erfahrung um 5% erhöht. Ich weiß ja nicht, was hier so Max-Level ist. Vielleicht lohnt sich das auch, die Erfahrung zu erhöhen oder sowas. Was haben wir denn hier drüben? Guter Zuhörer. Erhöht die Chance auf einen zusätzlichen Beziehungspunkt nach einer Unterhaltung um 20%. Erhöht die Chance auf einen zusätzlichen Beziehungspunkt. Hohes Tier der Handelsgilde. Erhöhe die Werkstattpunkte um 1 und die Belohnung für den Abschluss eines Auftrags um 5%. Geschäftssinn. Das ist der Text so lang, ne? Kundenrabatt. Aha, das ist eher so soziales Zeug, okay. Ich glaube, erhöhtes Glück ist, glaube ich, nicht schlecht. Anwenden. Oh, wir waren ja nicht fertig. Oh, hier Soziales. Fremde. Widersacher. Der mag mich gar nicht, oder was? Widersacherin. Hand. Da kann man auch jederzeit nachgucken. Okay. Missionen. Werkstatt registrieren haben wir gemacht. Registrierung Presley zeigen. Dann kriege ich 300 Erfahrung und 30 Punkte. Keine Ahnung was. Dann machen wir das doch mal. Und dann würde ich sagen, werden wir noch mal ein bisschen sammeln gehen. Wir brauchen definitiv Holz und Stein. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwelche neuen Rufpunkte. Okay. You're now a bona fide workshop owner. Your pa would have been so proud. Wäre er jetzt schon? Ja, dann kann ich doch meine 7 Sachen packen und abhauen, oder? Let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we post workshop commissions every day on the board over there. Jeden Tag, ja. Based on the speed and quality of the results, we make a ranking of the workshops every week listed on the wall behind me. There are other workshops in Porsche? Oh yes, adding yours, there will be 5 workshops in our jurisdiction. Besides the ranking list, you also have a workshop rating, which is listed on your license. The higher your rating, the higher quality the commissions you can get. But don't worry, if you have your father's work ethic, you'll be number one in no time. Ja, aber was ist jetzt das Ziel des Spiels? Womit kann ich das Spiel beenden? Once you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine, if it's from the guild or the respective person who commissioned you. Builders make most of their money from doing commissions through the Commerce Guild. But some just build items and sell directly to the market. That's fairly lucrative as well. Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Playing favorites, are we? Higgins! You already took one today! There are never too many commissions! Good day! That's Runt. He's the owner of the current number one workshop. Brilliant businessman, but I don't like the way he does things. Well, I'm sorry.
That was our last one today. Hey, Press! I've got a job for you. Or not. What is it, Arlo? We're looking to build a bridge to Amber Island. So the mayor finally put up the money? Well, young builder here is up for the challenge. Yeah, he figured that place could be a real tourist attraction. What with the haunted cave and all. Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built a bunch. If it's there, use it at your assembly station. After you're done with the bridge pieces, you need to go to the designated spot and assemble the bridge. Also, and this is important, for a project as big as a bridge, you'll probably need to dive into the abandoned ruins to gather materials. We have one such ruin in Portia. It's located at the bottom of the Temple Tower. Okay. Temple Tower. Brückenkopf platzieren 2, Brückenkörper platzieren 1. Oh, brauchen wir gar nicht so viel, siehst du? Haben wir jetzt hier nochmal? Wie ist denn das hier so mit Steintische? Kann ich die schon machen? Steinhocker. 6 Stück vor allen Dingen gleich. Handbuch, Stein, Hocke. 10 Stück will er haben. Brauche ich 100 Stein? Die machen wir jetzt erstmal nicht. Hi. If you find a new ruins opening, be sure to let us know. The Civil Corps will compensate you well for your efforts. Okay. Bye. Hi-o! You must be the person the mayor was talking about. I'm kind of simple, but I hope we can be friends. The people in Portia argue about a lot of things I don't understand. Aren't we all part of the same family? Nope. Also er mag Fälle und so was, ja. Kann mein eigenes Pferd haben? What's up? You must be the new builder I heard about. I'm Remington, a member of the Civil Corps. If you got any troubles, let me know and I'll try to make it go away. We're sort of a frontier town. If you go west from here, you'd hit the peripheries in a hurry. Sometimes a weird monster will appear from there, so we always need to be vigilant. And you are? Oh, you must be the new builder the mayor told me about. I'm Minister Lee of the Church of Light. It's a pleasure to meet you. Pfarrer? Have you ever heard of the story about the dancing robot? You ever heard of a story? Years ago in Ethia, a robot was found in the ruins and brought into town. The robot had only one leg, so it was balancing with its four arms. That's why it was called the dancing robot. Anyway, it later shot rays out of its eyes and hurt a lot of people. It's a sad story. Have you ever heard of the story about the... You're that new person! You just inherited that workshop outside of town, right? Oh, sorry, where are my manners? I'm Sonya! Hey, Sonya! Spring has like the cutest dresses! The colors and patterns are so vibrant! Ja, Boxhandschuhe. Bin gefährlich. So, warte mal. Brückenkopf. Oh, die Sachen respawnen hier. Cool. Noch sehr los. Immer Ruf auf die Fresse. Thank you.
Level up. Nice. Oh, was haben wir da gekriegt? Kupfererz. Holy. Interessant. Kupfererz. Hat der jetzt hier wieder volle AP? Hat sich gar nicht gelohnt, den überhaupt anzuschlagen, siehst du? Der wird dann einfach wieder voll gemacht. Dieses Aufsammeln, ne? Das sollte eigentlich keine Punkte kosten. Vielleicht kann man das ja irgendwann skillen oder so. Dass das keine Punkte mehr kostet. Also hier haben wir so ein richtig krasses Steinvorkommen. Mal richtig nices. Enten, Hühner, alles am Start. Aufheben. Ah ja, LT. Agro? Agro. Jetzt, wenn ich die mit, wenn ich die mitnehmen würde, weißt du? Ja, ja, ich klaue sowas, ne? Nehme ich ständig mit. So, was sagt er denn? Stein reicht, glaube ich, erstmal, oder? Kupfer. Okay, aber wenn ich Kupfer möchte, muss ich ja Marmor? Was? Oh, jetzt. Alter, guck mal. Haben wir doppelt so viel bekommen. Das waren wahrscheinlich gerade diese 6%, oder? So, was machen wir mit dem Schmelzofen? Wer ist das? Mai. Hello, new builder. Reporterin. That is who you are, right? I'm May. I work at the newspaper. See you around. Hallo, Mai. I'm still getting used to how quiet it is in Portia. Did you find it difficult when you moved here? Erstmal ein bisschen Holz holen hier. Baumharz. So, für die Brückendinger brauchen wir ja Holz, ne? Die Frage ist nur, wie viel? Was haben wir? Ah, I heard about you. Name Sanwa. Nice to meet you, Builder. Der sieht aus wie sein Bruder, oder? I really want to travel to other cities to get some inspiration, like Vega 5, but I hate traveling over water. Ich baue eine Brücke, okay? Vom Rathaus. Hallo, neuer Handwerker. Wir möchten dich daran erinnern, dass es in Portia zurzeit zwei autorisierte Ruinen gibt, in die du tauchen kannst. Die verlassene Ruine 1 unter der Kirche des Lichts und eine geheimnisvolle Ruine im verfallenen Ödland östlich der Stadt. Zu deiner eigenen Sicherheit sind alle anderen Ruinen zurzeit nicht zugänglich. Danke. Rathaus von Portia. Aber wäre schon nice, wenn ich irgendwie eine Rüstung oder sowas hätte, oder? Du brauchst 1500 Gold. Aha, kann ich mich vergrößern. So, Montagestation. Ah ne, warte mal. Wir wollen ja erstmal den hier hinbauen.
Wie mache ich das jetzt? Fertigen. Glas. Dafür brauche ich Sand. Steinziegel. Brauchen wir Stein. Kupferbahn. Holzkohle. Was? Ich habe keine Mission. Beziehung für den Boden. Möbelstück mit RS drehen und so. Ja, ja, okay, okay. Was wollte ich eigentlich gerade machen? Ach ja, die Brückendinger brauchen wir, ne? Ein Körper und zwei Köpfe brauchen wir, ne? Brückenkopf. Was brauche ich denn dafür? Kupferrohre. Hartholz, Dielen. Fett. Okay, ich dachte, das wäre was für den Anfang des Spiels, aber das scheint schon ein bisschen fortgeschrittener zu sein, weil wir brauchen Bronzeplatten, Steinziegel, Bronzebarren, ja, Hartholzdielen, Kupferrohre. Alles klar, das dauert wohl ein bisschen länger mit der Brücke. Übungsschwert. Hat 18 Angriff. Wie viel Angriff hat eigentlich mein Boxhandschuh? Wie gut ist denn der? Der hat 5 Angriff und 100% Nahkampfschaden. 5 Angriff. Das Übungsschwert. Dafür brauche ich sogar Hartholz. Bronzeaxt. Wo finde ich denn Hartholz? 100 Angriff? Wir haben Zeit. Definitiv, ja. Wilder Kokon. Kupferbarren, Holz. Also das Holz habe ich. Kupferbarren könnte ich herstellen. Wilder Kokon. Oder Kokon? Kokon, ne? Habe ich leider nicht. Von Baumtritt. Oh, das steht sogar da. Wie nice ist das denn? Von Werkzeuge pur. Ach, guck mal einer an. Okay, dann holen wir uns erstmal die Angelrute, weil wir haben ja bald dieses Angel-Event. Holzkörbe. Talisman Marmor? Uiuiui. Missionen. Irgendeiner wollte Talisman haben. Tisch, Holzkiste. Eine Kiste aus Holz. Sie bietet Platz für viele Gegenstände. Ist doch schön. Erstmal unser Haus hier ein bisschen Vordermann, oder? All the gaps have been fixed. I'm finally going to have a good night's sleep. Finally. Nehmen wir mal, tauschen wir so, ne? Okay. Zum Hinsetzen. Was ist das? Abgenutztes Fell, wo habe ich das schon wieder her? Oh, warte mal, kann ich das hier auch noch irgendwo ranbringen? Direkt gleich am Eingang oder so?
Eine Raupe. Kann ich das hier so reinmachen? Hier. Ja. Hier darf ich es nicht ranmachen. Da schon. Salztrolle D. Na ja, komm. Voll winzig. Was heißt der Pfeil? Yeah, mit Fleisch, siehst du? Okay, ist die Blickrichtung. Alles klar. Nochmal kurz aufstehen. So, nehmen. Kann ich das denn drehen? Aber so proportional gemessen, ne, ist jetzt schon. Eigentlich wollen die das, dass man da eine Blume oder sowas hinstellt, ne? Wenn nicht was zum Essen oder so. Ein oder 20 Bücher. Ja. Dann kommen wir vielleicht ein bisschen höher, ja. Okay, wir haben noch 89 Punkte. Lass mal noch mal ein bisschen was sammeln. Was haben wir denn jetzt gerade ganz wenig? Wenn ich es gerade richtig sehe, haben wir ganz wenig Holz. Kann ich den hier fällen oder ist der zu stark? Nee, der geht. Das Hartholz? Nee, normale Holz, schade. Ja, ich weiß nicht, ob das klug ist, einfach die Quests anzunehmen, die da drinnen sind und dann einfach zu gucken, ob man die dann irgendwie machen kann. Weil man braucht ja wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen Kohle, wie es aussieht, um generell überhaupt irgendwas machen zu können. Ach, man kann auch gedrückt halten, sehr schön. So, wie war das mit den Kokon? Kann da immer wieder was runterfallen oder nur einmal so? Ah, da kann immer wieder was runterfallen. Gummifrucht. Ja, das war's schon wieder mit unserer. Nice. Die Salztrolle. Das war's schon wieder mit unserer Power hier. Affen.